Also ich muss schon sagen, die kleine Schneidermamsell entwickelt sich immer charmanter. Und ich muss sagen, Eure Majestät sind von Stunde zu Stunde galanter. Naja, ich sag ihr doch sicher nichts Neues damit, ne? Wo sie doch jeden so gefällt. Wer, ich? Naja, sie ist so eine kleine Hexe. Ja, wer sagt denn das? Na, ich denk mir's halt, ne? Also ich schwör ihr, dass sie die schönsten Augen, also die schönsten, die es nur gibt, hat. Und das sagen Majestät mir am selben Tag, wo sie sich in eine andere verliebt haben. Passen's auf, wenn ich, wie ihr Vater, ein Maler wäre, na sie, dann hätte ich sie sicher gemalt. Mir scheint, Majestät, sind ein kleiner Pilou. Je, sie, wer sagt denn das? Ich denk mir's halt. Was, das denken Sie sich? Also sagen Sie, das Leben einer Schneidermamsell, das muss doch eine schreckliche Plage sein, ne? Wieso? Na, hören Sie, die ganze Nacht nähen. Warum? Es kann doch auch bei Tag sein. Ach so? Und dann am Abend im Mondenschein, was? Da trifft man sich heimlich im Wald. Man sitzt auf einem Bankerl, ne? Na, man küsst sich dabei. Ja, wer sagt denn das? Na, ich denk mir's halt, ne? Aber sagen Sie, Majestät, was mich sehr interessiert. Das Regieren muss doch sehr strapaziös sein. Na, wissen's, leicht ist natürlich nicht. Aber man gewöhnt sich dran. Man darf halt vor allem nie nervös sein. Man muss seinen eigenen Willen haben, als Träger der Herrschergewalt. Und zum Schluss geschieht ja doch, was die Mutter bestimmt. Sie, wer sagt denn das? Ich denk mir's halt. Na, sowas. Jetzt muss ich schon endlich zu meinem Karton. Warum? Denn bewacht doch draußen der Posten. Aber wenn er trotz des Postens verloren geht, kann's ja meinen Posten mich kosten. Passen's auf, in dem Fall kommen's einfach zu mir. Bei mir kriegen's am besseren Gehalt. Sie, ich zerreiß alle Hemden und Sie werden was nähen. Ha, ja, wer sagt denn das? Na, ich denk mir's halt, nicht?